So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Wollen wir erstmal gucken, hatte ich irgendwas aufgeschrieben gehabt? Haus weiter bauen, bedrücken. Ah, genau, ja, genau. Okay. Dann also nur das, okay. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Let's go. Rekord. Genau. So. Jawohl. Was ist los? So, genau. Wir hatten bereits Betonplatten gemacht gehabt. Nee, wir hatten nur erstmal nur. Wir hatten nicht genug Betonplatten gemacht. Genau. Wir hatten nur erstmal die Zementmischung gemacht. Und scheinbar massig zu viel Farbe. So. Betonplatten brauchen wir fürs Dach. Betonpfostenplattform. Der Herr ist das denn? Okay. Interessiert uns nicht. Wir nehmen das Ding und steigen das selber zu. So, das haben wir 72 mal. Wie viel brauchten wir? Ich schätze mal 24, weil das ist genau hier das Drittel davon ist 24. Also, ja, geht mal davon aus. Herz brauchen 48, 48 und 48. Das sollten wir doch hinbekommen. 48. Hui. Warum ist das Ding hier offen? Was ist denn hier los? Da und Eisenstäbe. Ich glaube, Eisenstäbe haben wir bestimmt nicht so viele. Schon mein Kopf war schon wieder so leise hier. So. Ganze zwei Stück. Ich bin stolz auf mich. Wir haben relativ viele Stahlketten. Was brauchen wir denn dafür? Ach so, einfach nur Eisen. Gut, wir brauchen 60. Das heißt, wir brauchen 48. Das heißt, wir brauchen 4. Nein. Also 48 durch 6. Ja, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hab ich mal erwähnt, dass geteilte Aufgaben so überhaupt nicht meins sind? Haben wir überhaupt Eisen? Ja. Alles. Ah, es hat jetzt nicht so viel gereicht. Wir brauchen mehr Eisen. Eisen. Wir haben Hunger. Fällt mir kurz mal auf. Essen wir mal was. So, Eisen. Gib mir mal das gute Eisen. Gut, ein Block hätte auch gereicht. Ich nehme mal. Ja, komm wieder. Wenn wir schon mal gerade im Inventar haben, können wir vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Und du kommst zurück. So. Bob, bob, bob. 6. Ah, 8x6. Ja, okay. Ja. 8x6 waren es. Okay. Alles. Scheint mir mal relativ viel. Brauchen wir echt so viel? Das wären ja über 120 Blöcke. Wir brauchen noch keine 120 Blöcke. Was habe ich denn da schon wieder gerechnet? Ich glaube, ich habe statt 120 von diesen Platten mit 120 Blöcken gerechnet. Kann das sein? Oh mein Gott, was habe ich getan? So, unser Haus hatte eine Grundfläche von 7 mal 9, ne? Das heißt 63. Für eine Fläche und wir haben vier Flächen. So, das heißt 63, das wären 152. Nein. 63 mal 4, 100, 252, ah. Das heißt, wir brauchen 252, wir haben bereits, ja, das heißt, wir brauchen nur so knapp 150 noch. Das heißt, 150, wenn wir hier diese Betonplatten nehmen, brauchen wir also ein Achtel davon. Bei 250 brauchen wir also nur so um die 30. Das heißt, wir machen mal 36, reicht vollkommen aus. Ja, wir haben viel zu viel gemacht. Ach du Scheiße. Ja, da war ich in der letzten Folge wieder sehr bei der Sache.
guten alten, ja, Leute, die nichts gebacken bekommen. Oh, wir haben schon viel Farbstoff. Ja, wir klatschen jetzt mit auch erstmal hier einfach rein. Let's go. So, und wir brauchen Beton. Wir haben 99. Wir brauchen nochmal 99. Warum ist es 64? Achso, weil die jetzt schon wieder auf 64 gestellt ist. Danke dafür. Wir brauchen nochmal 99. Das haben wir 200 minus 2. Das heißt, wir brauchen noch 52 plus 2, also 54. Das sind viel zu viele. Oh Gott. Ach, jetzt habe ich mit. Jetzt habe ich bei den Blöcken mit 250 gerechnet. Ich werde aber schon über 100. Och Mann. Und ich dachte, ich war nur letzte Folge nicht ganz bei der Sache. Aber ich bin überhaupt nicht ganz bei der Sache. Ich bin ja komplett. Ich bin ja komplett abgedriftet hier. Was ist denn los mit mir? So, wir brauchen also 2, 5, 4, 5, 5. Wir machen mal 8. Okay. So, gehen wir mal. Das sollte man natürlich hier. Ah. Da kann man jetzt nicht mehrmals draufklicken und dann, ne? So wie beim Inventar. Da einfach automatisch stacken. So. Danke. Oh, jetzt haben wir den. Oh, scheiße. Aber warum hat es einen Rest? Ich habe doch immer genau 8 genommen. Wie kann denn der Rest entstehen, wenn wir 8 nehmen? Das ist ja kein Rest. Wie könnte da gerade Rest entstehen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie konnte der Rest entstehen? Ah, egal. So, wir haben ganz viele Platten. Wir brauchen ein Replacement-Tool, sicherheitshalber. Ich schätze mal, wir haben bereits eins drüben, ne? Weil wir haben ja nur noch eins. Wir hatten aber zwei. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir zur Bude. Andersrum ist ja im Keller. Haben wir unsere Lore dabei? Haben wir nicht. Warum nicht? Wo ist unsere Lore? Ey! Lore, Lorelei, hey, hallo, hey, son of a bitch. Ist die Lore zwar im anderen Haus? Haben wir die vergessen dort? Das wäre ja richtig mies. Oh. Na gut. Dann, ja. Lecco mio. Steht sie hier? Meine Lore? 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 Nee, auch nicht. Hey, wo ist meine Lore? Hallo? Ich verlange Antworten. Okay. Gut, dann hat das schon mal geklärt. Danke dafür. So, und hier müsste auch unser Replacement-Tool sein. Ich sehe. Ach, da. So. Ah ja, wir haben schon 6 angebracht. Aber dann haben wir sowieso schon wieder zu viel. Aber bei nee, stimmt nicht, weil wir haben hier sogar zu wenig, weil wir haben ja die schwarz diese Holzbalken gar nicht mit beachtet, mit betrachtet. Naja. Sieht das so gut aus? Aber wir müssen dann natürlich gucken mit der Inneneinrichtung, weil sieht das natürlich wie beim echten Haus, was frisch renoviert ist oder frisch gebaut. Es sieht dann natürlich relativ kahl aus, ne? Alles weiß, alles schön tapeziert, aber dennoch langweilig, gerade dadurch langweilig. Wir müssen hier dann also auf jeden Fall für eine schöne Inneneinrichtung sorgen. Das Schöne ist ja, die Decken sind zwar nicht bebaubar, aber dafür sind zumindest die Wände alle frei. Das heißt, wir können hier bei den Wänden Sachen hinstellen, reinstellen. Bei der Decke müssen wir dann da gucken, wenn wir da Sachen ranmachen, wie zum Beispiel Beleuchtung, dass das dann auch ganze Blöcke sind, weil wir können nur ganze Blöcke ersetzen, so sieht man das Holz durch. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist doch ein schönes, cleanes Häuslein. Wir müssen noch gucken, wie ein Fenster, was für Fenster wir da eigentlich reinmachen. Da habe ich noch gar keinen Plan. Treppen nach oben und unten brauchen wir auch. Ja, wie kommen wir da eigentlich rein?
Easy. Ach, come on. Na, richtig mal jetzt. Gut, denn gut, die wird auch nicht reichen. Aber bei könnte sogar für könnte sogar. Hat sie nicht gerade noch 8 Stück gehabt? Nani? Ich bin verwirrt. Obwohl, nee, stimmt, die waren schon leer, weil ich hätte da Replacement fällt. Was hat denn hier gerade gesehen mit 8? Was denn da? Nee, egal. Egal, einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir brauchen also noch 8 Stück. Wir müssen hier eine Säge haben, ne? Ja. So, Betonblock. Gib mir mal 8 Stück. Sind das so die richtigen? Ja. Okay, man könnte auch so rein hier. Doink. Aber langweilig. So. Damit haben wir schon mal die Decke fertig. Wobei mir fällt gerade auf, dass wir so viele Dinge haben, ist gar nicht so schlimm. Weil wir brauchen für die obere Etage auch noch eine Decke. Von daher. Easy. So, wir müssen mal überlegen. Wie zur Hölle? Vor allen Dingen wo zur Hölle? Oh, sieht schon geil aus. Die obere Etage sieht echt gut aus. Können wir eigentlich hier auch noch so Muster reinmachen? Nee, ne? Nee, geht nicht, weil das ist genau ein Block dicke. Aber es würde trotzdem funktionieren. Wir müssen einfach nur von unten so eine Decke ran machen. So eine Schicht. Zum quasi verputzen. Tja, ist die Frage, machen wir das? Weil auf der anderen Seite, wenn es von unten einfach, also wenn wir einfach nur so weißen Boden haben, sieht sowieso irgendwie blöd aus. Wir müssen also sowieso irgendwas machen. Dann würde ich aber da lieber tatsächlich Sechzehntel machen, keine Achtel. Vor allem wirklich auch aus dem Material, was auch immer das hier war. Das war. Ah ja, Silbersandstein. Dann mache ich da auch lieber so eine 16-Platten und klatsche den dagegen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Da haben wir zum Glück massiv viele. Digga, massiv. Da. Wir brauchen Silbersandstein. Gib mir mal einen ganzen. Es wird wahrscheinlich zu viel sein. Ist aber auch egal. Weiß nicht ganz egal. Wir machen mal 64. Aber sonst kriegen wir wieder Reste. Ich habe keine Bock auf Reste. So, machen wir 2x64, sollte reichen. Dankeschön. Da kommen wir ran. Wir können natürlich nicht ran. Er liegt doch am Arsch. Wird also wieder eine schöne Hops-Aktion hier. Ja, funktioniert. Na, man sieht die Kante tatsächlich doch relativ deutlich. Man könnte natürlich auch anfangen, 4 Slabs zu setzen, dass einfach 5 breit Slabs sind, aber das sieht dann, ich meine, es sieht so schon oben relativ flach aus. Das würde dann oben noch flacher aussehen. Das mag ich nicht wirklich haben wollen. Wenn wir jetzt ein bisschen cheaten und hier die Dinger wegnehmen, haben wir da eine Kante drin. Das fällt noch mehr auf. Ah, nee, das fällt noch mehr auf. Können wir also auch nicht machen. Deprimierend. Alter, man sieht gar nicht, wo die Kante ist. Siehst du, man muss einfach nur von unten gucken, da fällt es gar nicht auf.
Okay, aber dann brauche ich noch gar nicht so viele. Ich dachte, vielleicht ist es größer. Wow. Aber natürlich wieder genau einer zu viel. Wenn es 32 gewesen wäre, hätte ich alle wiederverwenden können. So ist einfach nur Kacke. Ja, sind genau 7 übrig. Ach, leck mich doch. Egal. Ja, dann machen wir es so. Dann können wir nämlich die obere, die oben auch ein Muster tatsächlich reinmachen. Was natürlich heißt, wir brauchen mehr Blöcke. Yay! Aber ich glaube, das lohnt sich. Weil, wie gesagt, so mit einem weißen Fußboden oben. Es wird einfach nicht gut aussehen, habe ich das Gefühl. Das sieht dann, weil bei dem Raum werden die Wände, die Decke und der Fußboden weiß. Das ist einfach ein zu viel weiß. Also, wir müssen sowieso irgendeinen anderen Fußboden reinklatschen. Deswegen würde ich einfach dieses Muster einfach fortführen. Er guckt doch am meisten Sinn. So, das heißt, wir machen erstmal kurz unser Inventar leer. Betonplatten. Packe ich mal nach hier. Und den Rest einfach oben rein. So. Bam. Okay. Wir brauchen dich, 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 dich und dich. Genau. Let's go. Wo waren die Leiter nach oben? Ah, ich weiß noch nicht genau, wo ich hier eigentlich denn die Leitern hinmache. Also die Treppen, meine ich doch. Vielleicht sollten wir doch erstmal Treppen machen, weil wenn wir hier Treppen reinbauen, bekommen wir hier noch ein paar Blöcke raus. Da müssen wir nicht so viele wieder neu produzieren. Ja gut, das heißt, wir gucken erstmal, wo wir die Treppen hinmachen. Hier hätte ich gerne eine Leiter nach unten, hier hinten in der Ecke. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil das ist das Fenster. Und hier so wirkt dann ziemlich gequetscht. Das wollte ich gerade gar nicht. Danke dafür. Wenn wir hier anfangen runter zu gehen. Dann müssten wir den Block auch noch wegnehmen. Tja, ich weiß nicht. Oh! Oh! Ferron war gerade da. Lol. Hat doch schon wieder verlassen. Wieder am Aufnehmen. Hi. Da läuft auch ein Fahrcard rum. Fahrkarte wird aber anders geschrieben. Nee, hier ist das blöd. Das ist Bullshit, das machen wir mal nicht. Hätte sich schön ergeben, aber funktioniert leider nicht. Dann machen wir den Untergang nach unten, also den Untergang unserer Zivilisation, am besten hier hin. Ja, aber naja. Ja, natürlich das gleiche Problem. Ja, einfach runterbuddeln geht nicht, weil ich müsste auch den hier wegnehmen. Und das ist halt eine tragende Struktur. Das würde halt dumm aussehen. Wenn wir hier eine Treppe hinsetzen und dann dort noch zwei Treppen. Ah, nee, da würdest du trotzdem hier in den Kopf stoßen. Nee, das ist auch dumm. Das ist doch Kacke. Ah, müssen wir es doch hinten machen. Aber so weit weg von der Tür will ich eigentlich gar nicht. Ich sage ja, das sind diese Querbalken ist irgendwie dumm. Das klaut uns irgendwie die Optionen. Die Frage ist, ich kann bestimmt keine Schräge machen, so wie ich sie brauche, ne? Wenn ich da jetzt mit dem Holzding irgendwie eine Schräge mache. Wo haben wir denn das ganze Holz? Sag mal. Hier. Schräge. Wir bräuchten. Ja, ne. Genau hier auf der Seite und auf der Seite müsste die Innenseite sein. Und die Innenseite ist aber hier auf der Seite und auf der Seite. Und das brauchen wir nicht. Damit können wir nicht anfangen. Hey, du bist wieder da.
Das heißt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Warten, machen wir am dümmsten. So. Weil die Sache ist, guck mal, hier haben wir genau das gleiche Problem, ne? Ah, ne, hier haben wir abgestützt. Weißt du was? Könnte man hier eigentlich genauso machen? Ja, klar, eben, das können wir hier genauso machen. Wenn ich jetzt den wegnehme, dann könnte ich einfach darunter den Baumstamm hinsetzen. Denn das ist quasi auch trotzdem noch eine tragende Struktur. Ist zwar keine durchgehende, aber ist ja egal. Doch, das würde gehen. Okay, dann machen wir es doch so. Das heißt, dann geht es hier nach unten. Ungefähr so. Jetzt müssen wir vor allen Dingen gucken, kriegen wir von diesen Blöcken, von die müssen wir zugesägt bekommen, ne? Bitte, 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 bitte lass sie zugesägt bekommen. Verdammt! Ja gut, das ist natürlich ein bisschen traurig. Das heißt, brauchen wir dann doch normales Holz. Da hat halt an der Stelle einfach kein Muster. Was soll's, ist halt so. I don't know. Nee, schrägen machen ist dumm, ne? Nee, wir machen Treppen. Wir machen ganz normal Treppen. Wobei, warte mal kurz. Achso, halt. Die hier. Was eine Idee wäre, ist, wir könnten natürlich auch, damit es schneller runter geht, könnten wir auch die Dinger nutzen. Dann haben wir quasi nicht davon welche, sondern die abwechselnd mit Vollblöcken. Dann bräuchten wir an alle Zuschauer von Ronny. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich in der letzten oder vorletzten Folge sehr viel geschattet habe und ich Ronny davon etwas abgehalten habe, weiter aufzunehmen. Sorry an alle. Cool. Cool. So, wir müssten auf jeden Fall reichen. Hab's vorgelesen. Oh, wo kommt das Ö her? Gelesen. Digga, was mache ich hier gerade? Och mein Alter, ist jetzt aber gut hier. Gele, egal. So, wir brauchen. Ja, es ist natürlich schade, dass es mit dem Muster nicht gibt. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil würde auf der Treppe sowieso ein bisschen komisch aussehen. Ich glaube, die müssen wir von der Seite ranbringen, ne? Ja, genau. Voilà. So, dann haben wir nämlich hier das. Dann kommt jetzt hier. Also, du bist auch weg. Aber ich bin verloren. Da kommt ein Vollblock. Da kommt ein Vollblock. Und dann kommt hier auch noch so ein Ding. Genau. Jetzt hier noch und schon ist die Treppe perfekt. Man kommt rein. Man kommt direkt von der Tür aus runter. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Gut, sieht man, dass das ja jetzt nur so eine ganz dünne Steinplatte ist. Weiß ich ja nicht. Aber ganz ehrlich, drauf geschissen. So, hier ist die. Da, das Ding muss erstmal weg. Noch eine Nachricht an dich jetzt. Bock heute. Achso. Jupp. Weiß aber noch nicht, wann. So. Bumm. Und schon haben wir hier auch eine kleine. Wird es gerade dunkel? Ja. Wollte gerade, warum es hier gerade so dunkel bei meinem Bildschirm wird, aber. Nee, hier wird es gerade Nacht. Wir sollten hier vielleicht mal Licht installieren, habe ich das so das Gefühl. Wir gehen am besten mal pennen. Und zwar jetzt mit der Lore, nachdem wir das vorhin ja nicht geschafft haben. Lore fahren, während es dunkel wird, ist auch mal was Schönes. Wobei es wird gerade ganz schön schnell dunkel. Muss man hier schnell. Hey, let's go! Huhu! Freie Bahn mit Marzipan. Hui! Oh, den Sonnenaufgang, Untergang entgegen. Oh, die Sonne leuchtet dem Tunnel aus dem Arsch. Das ist ja Herz allerliebst.
Nein, Schaf, nein! Oh. Ein Beinaheunfall. Oh. Ups. Verdammt. Wo kommt das Ding denn jetzt auch immer her? Alter, ist ja wie im echten Straßenverkehr. Fährst du nichts ahnt und auf einmal, bumm, Kleinkind. Wumm. Und schon waren es keine 8 Milliarden Menschen mehr auf der Erde. Ah, guckt euch das an. Leider lädt er da nicht immer alles. Zum einen ist er natürlich nicht schnell genug, weil er erst dann anfängt zu laden, wenn man es auch sieht. Von daher geht er sowieso immer ein bisschen her. Aber ich habe doch. Ja, geil. Ich habe auch das Gefühl, dass auch in dem Moment, wo er quasi, also wo er die Sachen schon geladen hat, immer so ein, zwei Blöcke irgendwie nie geladen werden. Selbst wenn man da öfters mal lang gefahren ist. Irgendwie so ganz, ganz kurios. So. Die Frage ist, nehmen wir ein bisschen Farben gleich mit, damit wir sowas gleich noch nachbauen können? Also, man muss schon sagen, ich verstehe, warum Wein und so, also ne, so Weinkeller und so, meistens in Holz gehalten werden. So dieses Weinrot und Holz, das passt schon echt krank gut zusammen. Muss man schon einfach mal so sagen, wie es ist. Ja, komm jetzt. Dann hau dir. Dort ja ewig. Ist ja schlimm. Wir brauchen. Ah, ne, wollte einfach nur schlafen gehen. Ha. Eins von drei Spielern. Oh mein Gott. So. Dann. Brauchen wir noch was für die Treppen, überlege ich gerade. Also ich will ja die Treppe nach unten, die kann eigentlich eins zu eins so bleiben, wie sie ist. Höchstens noch unten noch ein bisschen Holz noch gleich, damit die Treppe stabiler aussieht. Die Frage ist, was machen wir mit der Treppe nach oben? Da würde ich schon gerne sowas wie so ein Geländer dran haben. Ich weiß aber nicht genau, woraus ich das Geländer mache. Ob ich da irgendwie so eine Art Zaun drumherum klatsche? Also sowas hier? Doch, das würde schon gut aussehen, oder? Hm. Also das andere sieht auf jeden Fall komisch aus. Sowas würde auch noch gehen, ja? Doch, doch, sowas würde auch noch gehen. Aber das ist immer so mit. Ich finde halt diese Pixelstruktur, sie sieht bei dem Ding hier komplett behindert aus. Ich glaube, wir nehmen das. Das und das. Gut, machen wir aber nächste Folge. Bis dann.